Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Sag hallo, Kiri. Braves Mädchen. Ja, in der letzten Folge haben wir mit den Sins in Arcadia gesprochen und ein bisschen was zu denen herausgefunden. Und wir haben festgestellt, dass es nichts Wichtiges. Dann haben wir noch herausgefunden, dass wir... Hallo. Dann haben wir noch herausgefunden, dass wir... Dass diese komischen Sins, ich habe jetzt den seinen Namen vergessen, Dima, ja, dass der vielleicht oder vielleicht noch nicht irgendwas plant, um die Insel in Gefahr zu bringen, und wir sollen herausfinden, was. Deswegen haben wir die mal belauscht hier in diesem Raum und haben herausgefunden, dass sie irgendwie ein wie heißen die Dinger noch mal, die man in den Pip-Boy reinpacken kann. Mann, vor allem ich habe mir halt noch Dingens hier. Programm, ich dachte hier diese orangen Dinger, ich habe jetzt den Namen vergessen. Mein Gott, aber ich gucke mir immer noch voll Aufnahme an hier, so ein paar Sachen hier im Spiel und so, hier so Denkanstöße zu geben, und das bringt nichts. Ja, meine Frage ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes machen soll. Soll ich jetzt diesen Typen hier fragen nach dieser Mission, oder soll ich diese anderen optionalen Missionen machen hier? Meine Angst ist jetzt irgendwie, dass wenn ich mit ihnen ja schon spreche, und das ist ja die Hauptstory, und aufdecke, dass er irgendwas Böses vorhat, dann kann ich bestimmt nicht noch weiter hier die Sachen machen. Das ist irgendwie, was mich so besorgt. Okay. Und ja, deswegen weiß ich nicht. Wir sprechen jetzt erstmal mit dem und gucken, was passiert. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie so einfach wird, einfach nur den zu fragen. Ja, hallo, Dima. Ja, was denn? Was geht ab? Einige deiner Erinnerungen. Ich weiß, du hast einige deiner Erinnerungen in einer alten U-Boot-Basis zurückgelassen. Du hast Angst, dass die Kinder des Atoms sie finden. Du warst fleißig. Ich hatte gehofft, dass du dir die Zeit nimmst, um uns besser kennenzulernen. Irgendwie hast du das ja auch. Vielleicht ist das für uns beide eine Gelegenheit. Bei meinen Leuten bestünde das Risiko, dass die Kinder des Atoms sie erkennen. Aber du bist neu auf der Insel. Was hast du vor, Dima? Bevor ich anfange, wie viel weißt du? Hast du Fragen an mich? Zu Fahaba, den Kindern des Atoms oder meinen Erinnerungen? Ich habe immer Fragen. Die Kinder des Atoms auf dieser Insel? Du hast ihnen geholfen? Ja, ich weiß, ihre Verehrung der Strahlung als eine Art Gott ist etwas ungewöhnlich. Aber ich will mir kein Urteil erlauben. Ich habe in der U-Boot-Basis gelebt, als Martin und seine Anhänger dort ankamen. Sie waren wegen ihres Glaubens aus Far Harbor vertrieben worden. Als ich ging, um Arcadia zu gründen, wusste ich, dass die Basis in sicheren Händen war. Sie brauchten eine Heimat. Einen Ort, an den sie gehören. Genau wie ich. Aber Martin ist verschwunden und sein Nachfolger Tactus will den Streit mit Far Harbor beenden, indem er den Nebel die Stadt verschlingen lässt. Oh, du sorgst für Far Harbors Sicherheit. Nicht ganz. Das klang sehr sarkastisch. Die ist ihnen wichtig, aber der Nebel breitete sich immer mehr aus. Also schlug ich ihnen einen Handel vor. Wir gaben ihnen die Technik, um den Nebel fernzuhalten, und sie wurden zu unserer Verbindung zur Außenwelt. Eine sichere Anlegestelle und ein Ort, um Vorräte zu kaufen. Leider sehen die Kinder des Atoms den radioaktiven Nebel als heiliges Zeichen. Und aufgrund ihrer blutigen Geschichte mit Far Harbor ist unsere Beziehung nicht die beste. Du hast deine Erinnerungen zurückgelassen? Wie geht das? Als Zündbrot meine Speicherfähigkeit begrenzt. Ich habe Computer genutzt, um sie zu erweitern, um mir Platz zum Denken zu verschaffen, um neue Dinge zu sehen. Ich musste einige meiner frühesten Erinnerungen zurücklassen, als ich den Kindern des Atoms die U-Boot-Basis überließ. Ich dachte, sie wären dort sicher. Ich weiß, was ich wissen muss. Dann ist mein Plan ganz einfach. Gib dich als Rekrut aus und infiltriere die Kinder des Atoms. Okay. Ich tue nicht irgendwelche Fraktionen angreifen, von denen ich noch nichts weiß. Außer mit dem Institut, das ist irgendwie ein Versehen gewesen. Das nervt mich immer noch. Ich werde dir das Programm geben, das du brauchst, um auf meine Erinnerungen zuzugreifen.
Bring mir alles, was du rausfinden kannst. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Oh. Ich ersetze deine gesamten Erinnerungen durch Katzenbilder. Oh Gott. Das würde man etwas verschwinden lassen. Was habe ich da für einen Lappen als Charakter? Ich weiß, welches Risiko du für uns auf dich nimmst. Ist das nicht irgendwie ein Familienvater von 30? Noch eine Sache, bevor Mitte 30, irgendwie sowas. Was du auch immer tust, greif die Kinder des Atoms nicht direkt an. Das oberste Ziel muss Frieden sein. Wenn du sie angreifst, sehen sie sich im Krieg mit der Außenwelt. Okay. Jetzt kann ich dir einfach Bescheid sagen. Ich bin schon wieder runter. Runter. Okay. War mir schon irgendwie klar, dass nicht vollkommen. Ich sag mal, böse ist, was der Typ vorhatte, aber naja. Hör mal. Ich glaube, dieser Typ von den Kindern des Atoms so krass drauf ist. Dimas früheste Erinnerungen sind in den Händen der Kinder des Atoms. Er hat Angst vor dem, was sie herausfinden. Darum ging es bei diesen möglichen Opferzahlen also? Dima wollte die Insel nicht vernichten. Er hatte Angst, dass das die Kinder des Atoms tun? Oder verbirgt er noch immer etwas? Was sind das für Erinnerungen, dass er sie zurücklässt? Steckt da wirklich etwas Gefährliches drin? Hast du einen Weg gefunden zu seinen Erinnerungen? Und an den Kindern des Atoms musst du auch noch vorbei. Ich habe dieses Programm von Faraday und Dima. Damit soll ich Zugang zu den Speicherbänken erhalten. Wirklich? Und wie funktioniert das? Als ich mir die Computer dort angesehen habe, saß Dima auf seinem Stuhl. Den habe ich angezapft. Vielleicht musst du dich, naja, so an die alten Speicherbänke anschließen wie er. Mit einer Verbindung zwischen deinem Kopf und dem Computer. So ist es Wissenschaft. Bestimmt. Dann würde Faradays Programm Dimas Gedanken und Daten übersetzen und dir helfen. Ich soll mir Stecker hier im Kopf schließen oder was? Tut mir leid, ich spekuliere nur. Es ist nur, das ist ziemlich spannend, oder? Erzählst du es mir, wenn du was rausfindest? Ich behalte hier so lange alles im Auge. Wenn ich in diesen Erinnerungen nur finde, wie Dima 100 Jahre lang auf eine Wand starrt, werde ich wirklich sauer. Hm. Das wäre doch eigentlich gut, oder? Es würde bedeuten, dass sie keine Gefahr sind. Naja, viel Glück jedenfalls. Aha, Moloingirl, ist geil. Akori versteht noch keinen Sarkasmus, nehme ich mal an. Hier ist immer noch mehr sind, wollte ich sagen, Roboter. Bevor wir aber diese offizielle Mission machen, ich sage, machen wir erstmal die ganzen anderen Dinger. Weil, warum nicht? Wie komme ich überhaupt wieder raus? Das Ding ist über mir. Mann. Da. Immer noch. Andermal hier alles erkunden. Haben jetzt auch Screen nichts gemacht. Das war irgendwie, weiß ich nicht. Letztes Mal war die letzte Folge der letzten Aufnahmesession. Deswegen habe ich hier zwischendurch nichts gemacht, weil wir noch mitten hier drin waren. Müsste eigentlich Curry noch austauschen gegen Paladin Danze wegen ja Beziehungspunkte wieder und dann gegen Strong, der mich dann wieder alle macht, wenn ich jetzt mal irgendwie was auf mache. Also ja, wo müssen wir denn hin für irgendwas? Hier müssen wir hin. Müssen wir jetzt erstmal nicht. Hilft den Zins in Arcadia, was? Auch noch. Sprich mit Brooks. Ach so, ja, da ist er. So ein Typ, der sich als. Der auch ein Zins ist, anscheinend. Irgend so ein Ladenverkäufer oder Arzt oder keine Ahnung, was ich jetzt nicht mehr. Brooks war, glaube ich, der Arzt, oder? Jedenfalls, der gehört ja zu den Zins. Soll ich irgendwie ein Passwort oder so sagen? Was war denn nochmal Passwort? Keine Ahnung.
Ist nur eine Woche her, also. Schon wie gesagt, da. Ach hin! Aber ja, ich möchte hier Dingens mal. Ich habe noch gar nichts von dem Skill gesehen. Ja. Blutiges Massaker oder irgendwie so was. Bloody Mess heißt die Fähigkeit in Englisch. Da weiß ich noch aus Fallout 3. Mein Zuhause verloren, als der Nebel kam. So, Heiner. Ein normaler Tag in Fahaba. Ich muss mit dir über einen verschwundenen Zünd sprechen. Mit seinem Fisch dran. Ja. Nun, darüber rede ich nicht mit Fremden. Du kannst also entweder was kaufen oder verschwinden. Sinnbezeichnung geben. Ich arbeite mit Chase. Sie hat mir gesagt, dass deine Bezeichnung L792 lautet. Okay, ich glaube dir, aber nicht so laut, ja? Die Information muss unbedingt geheim bleiben. Ich kenne den Synth, von dem du sprichst. Ein junger Typ, vielleicht so um die 20, mit weißem Haar. Er nennt sich Derek. Allerdings ist er viel früher als erwartet aufgetaucht. Dachte, ein Runner wäre hinter ihm her, daher die Eile. Ganz ehrlich, der Typ war ein Wrack, total verängstigt. Hat sich ständig umgeschaut und ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Ich wollte ihn beruhigen, aber er rannte panisch in den Nebel. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Kannst du mir sonst noch was erzählen? Ich brauche mehr Informationen, wenn ich den Zünd finden soll. Ich wünschte, ich könnte mehr sagen. Er verschwand im Nebel und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Nur die Ruhe. Ich kümmere mich drum. Tut mir leid. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Also, wenn du wirklich diesen Synth suchst, ich bin sicher, er hat die Straße nach Süden genommen. Geh doch vielleicht in die Richtung. Sei einfach vorsichtig und danke. Nur wenige würden sich für einen Synth in den Nebel wagen. Vor allem, wenn sie den Synth nicht mal kennen. Was da passiert ist, war scheiße. Ach, ich bin eine gute Seele. Wirklich. Hoffentlich bringst du es in Ordnung. Okay. Ist das weit? Nö, okay. Werden wir noch locker geschaffen, ne? Ja, meine überpowerte Waffe wieder. Dings ist aber, nee, das ist auch blau, glaube ich. Ja, schon mal cool. Sind da schon da? Boah. Blöde Siedlung, die ich hier noch verteidigen muss, ey. Glaube ich auch gar nicht mehr so viel schleppen, so neuen Dinger oder so. Auch ein bisschen doof. Aber ich werde nach dieser Aufnahmesession erstmal Curry wieder ablagern, um mir Paladin Dan zu holen. Der hat bestimmt Bock hier Sins zu helfen. Hey, Reben. Mach Kebab auf dich. Die Waffe ist immer powered. Ich glaube, da war ich schon drin, ne? Und gegen die exakt gleichen Wölfe habe ich schon gekämpft, ne? Was ist mit dir los? Ja, ich glaube, ich habe das Spiel gewonnen. Immer die Waffe einsetzen und gut ist. Ah, oh Gott. Wie du kommst da durch? Er ist durch meinen Angriff durchgekommen. Wie denn das? Ich glaube, hier war ich echt schon. Okay, komm. Da werde ich noch schaffen. Ich will langsam echt mal hier fertig sein mit
Fahrhaber, ich will irgendwie als Ödler wieder betreten und da Abenteuer leben. Okay. Hier ist eine Blutspur. War die vorher auch schon da? Sie sagt es leer, also nehme ich mal nicht mal, mal irgendwann. Achso, okay. Kann man nicht rein, ne? Ist ja nur nachts, wo man natürlich nichts sieht. Was geht? Frisch Fleisch aus dem Nebel? Mir egal, ob Meyer lag. Das ist ein Falscher. Ja. Seid ihr Kannibalen? Wir überleben. Ich suche keinen Ärger. Ich muss nur jemanden finden. Einen jungen Mann mit weißem Haar. Hilf mir, dann verschwinde ich. Du kommst hier nicht raus. Niemals. Oh Mann. Schon wieder ein paar Todfalsche da. Jetzt weiß ich, warum ich die überall tot anfinde, weil genau in solchen Situationen die erledigen. Was? Was ist denn mit dem passiert? Hat Curie den irgendwie einen Uppercut gegeben oder wie? Ach, upsala. Kopf des verschwundenen Zimt, das ist irgendwie ironisch. Das schmeckt. Okay, gut. Ich mache mir heute einen Kohlkopf. Was? Oh Gott. Ah, lecker Köpfchen gefuttert und jetzt weiter. Geil. Gut. Werden auf jeden Fall noch hier zu dem Typ zurückkehren. Und dann, warte mal, habe ich den? Ja, halt. Erst mit so einem Inselalmanach oder so, ne? Der wäre doch geil. Ne? Dann gehe ich wieder. Gehen wir zurück nach Arcadia und geben den die Mission ab. Das wird unnötig länger dauern, als es eigentlich sollte. Dann tue ich offscreen Curie nach Sanctuary oder zur Red Rocket Raststätte zurückplanen, pflanzen, ballern wollte ich erst sagen, dann pflanzen und dann kam Plan aus. Und ja, holen wir uns Paladin Dance. Der hat bestimmt Bock, uns zu helfen. Gut, ne? Ich will nicht mit dem Institut verfeindet sein. Das kotzt mich irgendwie so an. Ne, das weiß ich nicht. Irgendwie hat verlangt, das Spiel neu zu spielen. Aber das wäre irgendwie sehr dämlich. Im Moment. Aber ehrlich. Dein vermisster Sünd wurde von Kannibalen-Fallenstellern geschnappt. Er hat nicht überlebt. Der arme Kerl. Dieser Sünd wollte hier in Frieden leben und wir haben ihn auf die schlimmste Art im Stich gelassen. Es ist meine Schuld. Ich hätte ihn treffen sollen. Verdammt nochmal. Ich bin froh, dass du die Sache abschließen konntest. Hier, für dich. Und sagen wir 200 Kronkorken? Bei den Risiken, die ich eingegangen bin,
verdiene ich wohl mehr als das. Die war krank. Gott verdammt. Natürlich sind wir dir auch dankbar. Wer weiß, das könnte sich noch als deutlich wertvoller erweisen. Danke nochmal für deine Hilfe. Pass auf dich auf. Ich will einen verdammten... Oh. 10 plus 10% Schaden, wenn du zielst. Optimiert und agiert. Verbessert und automatisch. Ja. Oh. Geht. Ja, ich habe noch keine sehr gute Institutpistole. Wenn ich ehrlich bin. So, dann nur noch er, ja, ja. Und die anderen. Und dann. Weiß ich nicht. Bald beenden, ja. Gut, dann beende ich den Part hier. Lager Curry in mein Lager ein. Wir sehen uns dann mit Paladin Danze wieder irgendwo in Farbe, wo auch immer die Speicherlaufwerke sind oder was auch immer ich da suchen soll. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.